Gut, so, willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Crusader Kings mit Schweiger und Odo. Das ist die dritte Aufnahme unserer fünften Session, die ihr euch hoffentlich am Donnerstag live auf Schweigers Twitch-Account angeschaut habt. Und wenn ihr es euch nicht angeschaut habt, könnt ihr es jetzt bei mir auf dem YouTube-Kanal anschauen. Gut, machen wir weiter, oder? Ja, okay. Passt. Das Jahr 877 ist underway. Yep, 877, wir haben schon den 3. Jänner, bist du irre. Wir haben 10 Jahre schon durchgehalten, das heißt, nein, Scheich Bilan hat 10 Jahre durchgehalten. Nein, ich nicht, also ich bin... Emir Buga, nein, wie heißt dein Vater? Scheich Diftat ist bereits früh verstorben gewesen. Ja, der ist schon verstorben. Und auch der Emir vom Scheik Diftat, oder halt vom jetzigen Scheik Mohammed, ist schon verstorben. Was ich schade finde, weil der Vater war einfach ein guter Emir. Damals war alles besser. Aber sein Sohn ist einfach ja nur doof. Außerdem mag er mich nicht so wie sein Vater. Sein Vater eine Sache, Thema wechseln. Ja. Die mich an meinem Sohn ein bisschen stört, leider, ist... Obwohl ich ihn gut erzogen habe und ich eine graue Eminenz bin, hat es mein Sohn leider nur zum naiv Pisa gebracht in seiner Ausbildung. Das ist, ja, sein Marshall ist minus 1, sein Diplom ist plus 1 dadurch, aber das ist nicht das, was ich mir erhofft habe, als ich ihn erzogen habe. Er ist Neville Chamberlain geworden. Ja, so. Ich hoffe, es gibt gerade Adolf Hitler in der Nähe. Sein Bruder Chakoya ist jetzt 12 Jahre alt, der ist auch in ein paar Jahren so weit, hat jetzt schon diplomatisch 16. Ich hoffe, dass der eine graue Eminenz wird, weil dann wird er wirklich ein Wahnsinn. Dann muss ich schauen, wie ich seinen älteren Bruder absäge und ihn zum Nachfolger mache. Fast. Naja. Also ich habe, wie schon gesagt, ich drück auf Play. Ja, tu das. Ich habe ja nicht allzu oft gespielt, aber ich habe ein Spiel mal gehabt, da habe ich tatsächlich meinen älteren Sohn umgebracht, damit mein jüngerer Sohn Herrscher wird. Das ist eine ziemlich, ich glaube, eine ziemlich riskante Sache. Ich glaube, wenn man erwischt wird dabei, den eigenen Sohn umbringen zu wollen, ist das nicht so gut. Ja, das habe ich noch irgendwie düster in Erinnerung. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut ankommt. Ja, aber wenn der erste Sohn ein Wappler ist... So, meine Partei versammelt sich mal wieder zu einem Treffen. Das ist schön für sie. Oh mein Gott, das heißt, meiner kommt wahrscheinlich auch bald wieder. Außerdem, also ich treffe mich einfach wieder mit dem Anführer meiner Partei und schau, was passiert. Und meinen Emir habe ich aufgefordert, seinen Plot fallen zu lassen, dass er nämlich einen weiteren seiner Untertanen vielleicht enteignet. Und er sagt, er macht das tatsächlich. Er lässt den Plot bleiben. Ich jetzt? Ja, den habe ich eingeschüchtert. Scheich Ibrahim, das ist mein Parteianführer, spricht gegen die Missherrschaft des Emirs Al-Allah und beschwert sich darüber, wie unsere Rechte und Freiheiten weggenommen werden. Obwohl seine Worte hauptsächlich auf taube Ohren stießen, hat so offene, nicht Übereinstimmung mit dem Lehnsherrn dann doch dafür gesorgt, dass die Stimmung ein bisschen heruntergegangen ist. Ja, okay. Ich glaube, das Treffen ist damit beendet. Und das ist nichts weiteres. Das ist wie bei Monty Python und das Leben des Brian. Es passiert. Was haben die Römer schon für uns getan? Ich werde meinem Emir auch sagen, er soll den Plot enden. Das macht er nicht. Der wird dich gleich enteignen als nächstes. Na, macht er nicht. Na, vielleicht weil seine Meinung von mir zu schlecht ist. Ich hab's auch auf anderen Weg gemacht. Ich hab's beim Intrige-Bildschirm gemacht. Vielleicht funktioniert's da besser. Da habe ich einen Known-Plot gehabt. Ja, das habe ich auch. Und dort kann man es auch anklicken. Und dort hat's funktioniert. Nein, da geht's bei mir nicht. Aber das ist wahrscheinlich genau das gleiche, wie wenn ich ihn anklicke und ihm sage Endplot. Da gibt es dieses X, gell? Das war bei dir wahrscheinlich nicht grau unterlegt. Ja, ich glaube, ja. Ja.
Er hat außerdem 101% Plot Power. Das hat er bei mir aber auch. Das hat mich nämlich beunruhigt. Okay, gut. Das kann es nicht sein. Bei mir war es auch Nein, nur nein, 100%. also wenn du ihn nämlich anklickst, achso, Mist, jetzt bin ich wieder weggegangen von dort. Wenn du ihn nämlich Ich anklickst, weiß, gibt es auch Endplot. da gibt es das Endplot und da sagt er dir, warum er es nicht machen kann. Ja. Und da steht Warum ist es nur bei dir? Accept your offer. Aber ich nehme mal an, Base Wahrscheinlich sind. Reluctance ist Ah, minus die 3. Beziehungen waren sehr hoch. Meine Beziehungen Ja, zu ihm waren sehr gut. ich sag's Das wäre ja, meine wahrscheinlich. sind Du schlecht. musst dein Großvisier hinschicken und die verbessern Das lassen. tue ich eh schon die ganze Zeit, nur mein Großvezier ist ein Wappler. Vorher war es mein Ja, Halbbruder, der das ist war deine Miss. Personalpolitik. Ja. Der Wappler ist eigentlich nicht, der ist eh nicht so schlecht. Er ist nicht so gut wie mein Sohn, sagen wir mal so. Ja. Ich meine, er hat immerhin Diplomatie 13. Es gibt Ja. Schlimmeres, es gibt viel Schlimmeres. Wenn du nach oben rechts auf deinen Bildschirm schaust, siehst du, was ich passiert habe. Ja, okay, warum? Ich lese vorab. The Imam accused a couple of villagers of blasphemy Oh after he heard the take Allah's name in vain. The blacksmith did it when he hit his thumb with the hammer. The stable master when a horse kicked him. And the cook when a rat fell into the stew. Die Möglichkeiten sind so what? So Da what ist habe gut? ich dann disregards blasphemy und meine monatliche Pietät geht ein bisschen runter. Oder? A couple of days in the dungeons should be fine. Da steigt meine Pietät. Aber ehrlich gesagt, da bin ich ein Rollenspieler genug, dass ich sage, so what? So, möge doch die Pietät fallen. Also, aber wirklich. Allah. Außerdem, work continues on your epic poem. And lately you have found that a certain young and beautiful woman at court has served marvelously as your muse. Sadly, her heart is spoken for, but even so, your thoughts are consumed with thoughts of her to the it's most to the exclusion of your work. Die Phrase kenne ich nicht. Jetzt gibt es die Möglichkeiten. Satisfy your carnal desires elsewhere. Da werde ich vielleicht Hedonist und verliere sicher sehr viel Pietät. Außerdem geht die Arbeit an meinem Gedicht wahrscheinlich weiter. Oder, is not unrequited love a source of inspiration as well? Da kriege ich Pietät und werde möglicherweise, nein, werde ziemlich sicher, chaste heißt das Wort, glaube ich, also keusch. Und die Arbeit an meinem Gedicht geht vielleicht weiter. Oder, I will have her, no matter what. Da verliere ich Pietät. Die Arbeit am Gedicht geht wunderbar weiter. Und ich werde vielleicht depressed oder stressed. Oder ich werde Adulterer vielleicht. Ich Adulterer glaube, ist das auch gefällt. nicht schlecht. Ich muss sagen, das gefällt mir am besten. I will have her, no matter what. Nachdem ich gerade gesagt habe, so what? Ja, Mal klar, schauen. pfeif auf die Ich will ja nicht Pietät. depressed oder stressed werden. Und es ist irgendwas passiert? Scheiße, ich bin stressed. Naja, Stress ist schlecht. Das ist schlecht, ja. Senkt auch die Fertilität, die Gesundheit. Also vielleicht gehe ich bald den Löffel ab. Okay, so viel dazu. Na, vielleicht Schauen wir kann mal, dein wie Sohn es besser machen. es mit meinem Gedicht dann geht. Ich will noch eine Tochter haben, verdammt. Disregards Blasphemy habe ich jetzt. Ich bin auch gespannt, ob ich mein Gedicht noch fertig kriege, bevor ich ernst sterben sollte. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Das ist schon ein stolzes Alter. Hey, die Market Town in Fight ist fertig. Ausgezeichnet. So bist du, da verständigst du dich nicht? Ich weiß nicht, weil ich halt nett bin. Vielleicht. Also ich weiß es nicht. Sicher nicht. So, damit habe ich. Ich habe nur noch eine Tribal Site, nämlich Fight. Kann ich das irgendwie. Habe ich das aufwerten können, weil ich
dass. Also, er hat mich ja vorhin gefragt, ob ich Haffa aufwerten will. Zu einer Burg. Jetzt frage ich mich, ob ich das mit Veit machen könnte. Ah, jetzt weiß ich, Mit warum Veit Tribe. meine. Was? Hast du gerade gesehen? Ich glaube, als Tribe verbesserst du deine Sachen mit Prestige, nicht mit Geld. Nein, nein, das ist auch gewesen. Nein, ziemlich sicher Prestige, weil ich habe jetzt bei dir am Bildschirm gerade gesehen, du hattest die Möglichkeit, etwas in deinem Tribal Teams zu verbessern. Schau mal, das kannst du sogar anwählen. Das kostet 400, aber nicht Geld, sondern Prestige, glaube ich. Und das ist ziemlich gut. Ah, aber den Market Town, das war Geld. Und das steht auch hier. Also man kann auch Ja, die aber. Sachen werden mit Geld bezahlt. Aber das Warcamp, das Practice Range und und auch der Training Ground, das ist was anderes. Und du hast vollkommen recht, das muss Prestige sein, weil es ist das Einzige, was ich habe, was so hoch ist. Warte mal, was macht das? Plus 40 Light Infantry. Also mit dem Kampfsystem kenne ich mich überhaupt nicht aus. Einfach Ja, wenn ein neuer Krieg je mehr ist, ist es schon Sachen, mehr. desto je mehr Zeug du hast, desto besser, oder wie? Ja, im Training Wesentlichen ja. Grounds. Wobei Light Infantry ist halt schon wirklich ein Schrott. Ja. Moral of Armies plus 10%, Levy Reinforcement Rates plus 10%, das klingt nicht schlecht. Und das macht Levy Size plus 2,5% und Garrison Size plus 2,5%. Achso, Reinforcement Rate. Was ist die Reinforcement Rate? Wenn du Leute verlierst, dass du mehr Leute dazukriegst wieder? Naja, nein, wenn du Leute aushebst, das kann hauptsächlich sein, weil sie im Krieg sterben, aber auch durch andere Umstände, zum Beispiel, wenn durch die Jahreszeit oder über Events dein Ja, Limit klar. gesenkt wird, und das wird dann wieder gehoben, dann wird zwar das Limit gehoben, aber nicht, wie viele Leute du aktuell aussehen kannst, und das geht dann erst wieder ans Limit, mit der Zeit heran, und wie schnell das wächst, wie viele Leute dann tatsächlich ausheben Okay, kannst. gut. Das ist die klassische Sache, wenn du oft Krieg führst und den Krieg beendest, kannst du den nächsten Krieg erst dann sinnvollerweise anfangen, wenn deine Truppen wieder da sind. Also wenn genug Klar. Söhne geboren sind und alt Klar. genug sind, dass man sie wieder verbraten Klar. in einem Krieg. Okay, dann nehme ich die Training Übrigens, Grounds. 300 Prestige. im Norden von mir ist wieder ein Krieg ausgebrochen, aber ich glaube, wir sind im Emir ist sogar beteiligt, aber nein, mein Emir nicht, aber einer meiner Kurdenkollegen. Okay. Ja, der Krieg da drüben geht. Oh, my wife in fire tells me she's pregnant. But that can't be right, can it? Doubt besets me. Was heißt, can it be right? Verdammt nochmal, du hast jetzt Du so viele warst nicht Kinder. da. Du Was warst heißt, ich war einfach nicht nicht da. da? Klar war ich da, ich bin die ganze Zeit da, ich war ja nicht auf der Hatsch. Oder sagen wir es mal, du hattest keine Lust, dich zu ihr Okay, zu begeben besets in me. den letzten 2,5 Monaten, und trotzdem ist sie Meinst schon. du? Meinst du? Ich Oh. weiß nicht. Noch eine Tochter. Wow. Das wird sicher noch eine Tochter. Das wäre schon Tochter Nummer Alter. 6. Ich habe gedacht, das ist die einfachste Ambition überhaupt, eine Tochter kriegen. 10 Jahre. Unpackbar. Und der kriegt eine nach der anderen. I have thought it over and I cannot be the father of my wife. Muhayas baby. As it grows in her belly, I have trouble sleeping. I must put this matter to rest. Hire someone to find out. No, I trust her word. Kostet mich 5 Gold. Sind die wahnsinnig? 5 Goldstücke? Niemals. Da bin ich viel zu gierig. Ich traue ihr natürlich. Meine Frau weiß einfach, was sie tut. Außerdem, vielleicht wird es ein Sohn, vielleicht wird es ein Sohn, vielleicht wird es ein Sohn, vielleicht wird es ein Sohn. Ach, das wäre cool. Ist mir Aber vollkommen nicht wurscht, ob deiner. es nicht meiner ist. Nee, ist doch egal. Kurze Zwischenmeldung. Ja. Ich bin Großvater geworden. Oh, ist das süß. Das, Mein was du nicht schaffst, schafft dein Sohn. Oder Sohn ist es deiner Mihemet ist Vater einer Tochter? klumpfüßigen Tochter Oh. geworden. Alter, schlimmer geht's ja fast nicht. Ich habe das nämlich im Ziel auch noch. Es ist passiert. I finally become an expert in Islamic jurisprudence. Ha. My knowledge of the Quran, the Sunnah,
Ijima consensus and Kiya's analogy is what makes me a faqih. And I will use that knowledge to be a better Sheikh and ruler of my people. So, jetzt kann ich entweder I am proud to have become a faqih. Kriege ich den Trade faqih? Der ist super, wenn mein Learning steigt und die Vessel Opinion auch steigt. Oder I will use the knowledge, but not the title. Entschuldigung, sicher title. Also, wenn ich schon studiere, will ich auch ein Doktorat haben. So. Das ist eine sehr österreichische Einstellung. Also, ich brauche ein Papier, bitte. Und noch ein paar Zettel, die du aufs Klo hängen kannst. Ja, mein Learning ist jetzt um 3 besser geworden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin so super. In so vielen Bereichen. Da schaut, dass ich auch sehr tot bin in vielen Bereichen. Ja, dafür habe ich jetzt mein Neffe ist jetzt 6 geworden und ich glaube, den werde ich jetzt als Guardian versorgen. Ja. Selbst einsetzen als Guardian? Ja, kann ich. Ich werde ihn als Guardian nehmen. Das wird meinen Bruder vielleicht auch zur Ruhe bringen, weil, wenn er nämlich irgendwann Blödsinn macht, kill ich ihn. Kann ich den eigentlich mit irgendwelchen Kindern von mir verheiraten, oder ist das wie sagt man, weil ich habe so viele Töchter. Ich nehme keine mehr von denen an meinen Hof. Ich werde aber, glaube ich, meinen Emir fragen. Der hat, glaube ich, einen jungen Sohn, einen Zweijährigen. Zwei und einen Einjährigen. Ach so, der hat 2 Frauen, deswegen. Eine Tote und eine zweite, deswegen hat er 2 Söhne, die so knapp besamen sind. Warte, ich tu mal 2 Tage weiter spielen lassen, weil dann dürfen wir wieder unsere Laws ändern am 21. September. Was? Am 21. September dürfen wir die Laws ändern. Mhm. So. Ich glaube, ich werde Argavan aufs Aug drücken. Oder soll ich ihm seine Zwillingsschwester Asamidokt ans Aug drücken? Vielleicht werde ich sie sogar mit beiden Söhnen, die eine mit dem einen und die andere mit dem anderen. Meine Zwillinge für seine 2 fast gleich alten Söhne. Was hältst du davon? No? Was heißt no? Aber sie kann noch nicht genug. Sie ist erst 1, natürlich kann sie noch nicht genug. Und er hasst mich. Was hast du erwartet? Dass sie schon Klavier spielt? Ach Gott. Idiot. Ich hasse meinen Emir. Na gut. Wir können die Laws ändern. Ja. Ausgezeichnet. Ich werde meine Bürger ein bisschen mehr an die Kandare nehmen, glaube ich. Noch mehr? Kannst du das überhaupt? Oh, Legalism Level braucht 4, davon bin ich mein. Ja, das okay. Habe ich letztens schon mal festgestellt. Aber dann könnte ich die Tax Rate von den Bürgern erhöhen. Ja, ich glaube, das werde ich ersatzweise machen. Weil ich schon noch, ob ich der Clergy was antun kann? Nein. Weil, ich meine, im Endeffekt, ach so, wobei, vielleicht wäre für mich die Clergy sogar wirklich besser. Oder Tribal kann man auch verändern, aber ich habe keine Tribal Holdings. Ja, aber das wird sich bei mir auch abstellen binnen kürzester Zeit, soweit es geht. Ja. Ja, ich werde tatsächlich die Clergy Obligations erhöhen. Nein, darf ich nicht? Oh, warum nicht? Okay. Obligation, bla 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 bla. With Ikta Government, it costs 50 piety to change domain laws. Okay. Ah, ich habe keine 50 piety. Ich habe sie nicht. Tja. Jetzt weiß ich wenigstens, warum wir dort die Priorität haben. Und er verlangt nicht 50, sondern 100. Das hat schon wieder 100 gekostet. Oh.
So, mein Sohn muss jetzt mehr Steuern zahlen. Okay, ich muss warten, bis ich 50 Pietät habe. Wo kriege ich Pietät hier auf die Schnelle? Du könntest eine Shadaka oder wie heißt das machen? Shakta irgendwas. Ah ja, tatsächlich, das werde ich machen. Ja, das ist sogar perfekt. Das ist mir 6 Gold jetzt wert. Ja, ich werde das machen. Vielleicht kommen noch irgendwelche Events. Siehst du, alles geht. Danke für den guten Tipp. Bitte, gern geschehen. Ja, liebe Bürger, zahlt mir mehr Steuern, sage ich einmal. Ich dachte, du versuchst nicht die Bürger mehr zu schröpfen, sondern die Moscheen. Ja, ist doch wieder recht. Boah. Die Moschee bringt viel Geld. Sehe ich gerade. Und steht da wieso so nur eine? Okay, ich habe auch nur eine Moschee. Ja, ich habe auch Pietät verloren. Naja, soll sein, Pietät. Fit. Was ist. Has instituted the law. Ach so, der sagt nur gerade, dass du das gemacht hast. Ja, genau. Okay, wollen wir weitermachen? Puh, die Stadt bringt wirklich mehr Geld. Aber ich habe nur eine Stadt und eine Moschee. Meine Gebiete sind solche Nudeltruppen-Gebiete. Ich glaube, ich werde meinem Sohn Veit überantworten. Weil wenn er das übernimmt, ist er wieder Tribal. Und ich glaube, der kann dann. Ah, was ist das jetzt? To the Honorable Sheikh Muhammad Al-Afshin, blessings upon you and your house. We propose that Feridun become the guardian and mentor of little Hafez Nan. Das ist Da mein Neffe. vermisst du aber die Beziehungen. Das ist mir wurscht. Die Mädels kannst gerne erziehen, aber die Burschen kriegst du nicht. Das ist weise gesprochen, übrigens. Ist ja nichts für ungut, aber den brauche ich vielleicht noch. Der ist Ja, zurzeit die Nummer 3 in der Thronfolge. Und wenn ich meinen wenn du dich Halbbruder mal. erinnerst, Was? ich Ja. habe, was auch immer Sadaka ist, gegeben, um Ja. diese 25 Pietät zu Ja. bekommen, die ich gebraucht habe, auf deinen Rat hin. Ja. Und jetzt bekomme ich die Meldung, The Sunni Caliph, Al-Mutas, has heard of me giving Sadaka and sends his blessings. I'm deeply honored. Ich verbessere meine Beziehungen mit dem Kalifen hoch selbst und krieg weitere 25 Pietät. Also Echt habe ich nicht jetzt? mehr 100 verloren, sondern nur 75. Arg. Und Warte mal, unser dummer Kalif? der ist nicht dumm. Er ist weise, Ja, friedlich, er hat friedliebend. Learning 2. Er ist auf jeden Fall gescheiter als sein Sohn. Er hat Diplomatie 12. Das stimmt, ja. Ja. Eigentlich ist er gar nicht einmal so schlecht. Das Problem Sein ist halt, Sohn ist halt er ein hat Idiot. Imperial Decay. Ja. Das ist ein bisschen ein Problem. Der hat schon wieder ein Royal neues Khalid of Emirat has created the gegründet. title Emirate of. Der ist erst 6. Naja, Was dann hat war der sein mit Regent. Besseres zu tun? Sein Regent Scheich Amayur auf Akaba. Ja, kein Held ist offensichtlich. Nö. Aber der hat ein großes Reich. Dieser Der Emir Bursche. Khalid, ja. Ja, der ist groß, das stimmt, ja. Finde ich auch nicht richtig. Nämlich Palästina, ja. Ja, Der ein hat da bisschen. oben auch. Der hat da oben auch ein Emirat bei dir. Bist du irre? Der ist wirklich riesig. Warte, ich habe eine Message bekommen. Was denn? Und zwar. Oh! Ha! Righteous imprisonment. You can imprison the following subjects without incurring tyranny. Das ist Wali Mihamed of Salmas, mein Sohn, der in der Moschee herrscht. Was hat er gemacht? Oh, er hat einen Plot. Er hat einen Plot laufen. Das muss man anschauen in der Intrigue. Was, dein Sohn Known versucht dich plots. umzubringen? Take revenge on Chakoya. Nein, der
meine beiden Söhne mögen sich nicht. Aber um Revenge. Die Plotpower ist sehr gering. Er will seinen Bruder töten. Aber was hat sein Bruder getan? Er ist besser als er. Alle Michemet will sie, Chakoya Kure Bilal. Du hast einfach seinen Bruder immer mehr geliebt als ihn. For what he has done? Was hat er gemacht? Er ist 13, bitte. Ja, eben. Stell dir das einmal vor. Sie haben beide was angestellt und was hast du gemacht? Du hast den Großen geschlagen und der Kleine ist durchgekommen. Ich kann den älteren Sohn gefangen nehmen. Das könnte dazu führen, dass der Jüngere vielleicht mein Thronfolger wird. Nein, glaube ich nicht. Ich meine, du kannst es versuchen, dann kriegst du ihn wenigstens aus der Moschee raus. Nein, ich will ihn nicht gefangen nehmen, der soll Kinder kriegen. Willst du nicht meinen Halbbruder in diese Moschee setzen? Dein Halbbruder kann sich irgendwo hinsetzen, aber nicht in meine Moschee. Der ist so super, kann ich dir nur sagen. Also ich werde meinen Sohn nicht gefangen. Ja. Er wird deinen zweiten Sohn umbringen. Das sage ich dir jetzt schon. Ja. Dann war es alles. Die Dynastie bringt sich selbst. Dynastie ist eh gut. Mit den zwei Söhnen, was willst du denn da machen? Na, einer hat schon eine dummfüßige Tochter, wie gesagt. Ja. Die einen Namen hat, die werden immer schlimmer. Selas Kitsche Mirmet. Das ist ein Wahnsinn. Naja, besser als meine Töchter. Also, ich nenne sie nur noch Tochter 1 bis 4, 6, 5. Das hat damit Probleme. Meine erste heißt Banafsche. Die zweite heißt Sore. Die dritte heißt Argawan, die vierte heißt Asamidok und die fünfte heißt Asa. Und Naut hat auch schon wieder eine Tochter gekriegt. Meine Güte, können die Leute keine Söhne kriegen? Ja, Hafes, ich werde aus dir einen besseren Mann machen als deinem Vater. Also der Krieg da, der östlich von mir ist, das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lang der jetzt schon geht. Ich meine, wir spielen ja recht langsam, aber jetzt beginnen sie die Gebiete, die ihnen der andere, also die vorher die anderen belagert haben, wieder zurückzuerobern. Ja, soll passieren. Das liegt einfach daran, dass beide eine Armee haben, die praktisch gleich groß ist und deswegen trauen sie sich wahrscheinlich nicht, sich gegenseitig anzugreifen. Kalif al-Mutas decided to release Sheikh Rashid of Al-Asa. Wer ist das? Wo ist das? Ah, das ist der rebelliert hat. Schau an. Und der darf bleiben. Al-Asa. Mich haben Gerüchte erreicht, dass man mich umbringen will. Dich? Ja, ich muss vorsichtig sein. Sind deine Söhne nicht eh besser als du? Aber wer sollte mich umbringen wollen? Wahrscheinlich der zweite Sohn, weil du nicht deinen ersten Sohn eingesperrt hast. Bitte mach das. Ich sage jetzt, Mihamed, er soll seinen Plot beenden. Mal schauen, was passiert. Versucht er noch immer seinen Bruder umzubringen? Ja. Und sage ich ihm, er soll aufhören. Umzubringen? Oh, die Prosperity Faction ist jetzt friendly. Na! Wenn ich das nur wüsste, das weiß ich nicht. Dear Father, blessings upon you and your house. Your demand is just. My scheming was obviously misdirected. I hope you will find it in you to forgive me. Oh, Emir al-Asa hat die Low Centralization Law eingeführt. Das könnte jetzt irgendwas bedeuten, oder auch nicht. Das könnte bedeuten, dass du weniger Macht hast. Ein Sohn, ein Sohn, ein Sohn. Yes. A son was born to Sheikh Mohammed al-Afshin of Haffa. And Shaika Muhaya of Haffa, named Berus. Berus. Berus? Berus? Ist wurscht. Yes! Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Juhui! Jetzt habe ich zwei Söhne und
Alter und zwischen den zwei Söhnen sind fünf Töchter. Ich fühle mich gerade wie der, wie heißt der Typ von den, in Westeros mit den vielen Kindern. Der Walder Frey? Ja, genau, Frey. Na okay, zum Frey fehlen mir noch ein bisschen, ein paar Kinder. Das eine oder andere. Ja. Ich schaue mir gerade den Erben ein bisschen an, der hat die Benedikt 12, das ist nicht so schlecht. Ja, ja, na, weil ich ihn einfach einer guten Gouvernante anvertraut habe. Du ziehst du nicht selber? Geht's dir noch Nein. gut? Bist du wahnsinnig? Hast du meine Werte angeschaut? Ja, es geht eher darum, was für Trades er bekommt, obwohl da ist der Glück bis jetzt gehabt. Gregarious ist einer der besten, die es gibt. Diligent ja. ist auch. Und ja. Temperate. Bist du ihre. Ja, na, weißt du, die Gouvernante hat das einfach alles. Die ist einfach supi. Außerdem wollte ich, dass er gutes Stewardship hat. Oh yeah. You found yourself so stressed over the last year that you just can't see yourself continuing to work on your epic poem for the time being, perhaps ever. You shall have to see. Curses! Oh, 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 50% Chance, dass ich abbreche, dass ich mein großes Gedicht beende. Jetzt, ah, warte mal, das ist ja ursuper. Ich kann ja jetzt eine zweite Frau nehmen. Ah ja, Gott sei Dank, ich schreibe mein Gedicht weiter. Puh. Minus, ah, minus 200 Prestige, Mist. Die will ich nicht selber heiraten, verdammt. Soll ich sie meinem Halbbruder zur Frau geben? Nein. Gibt es noch irgendjemand anderen, der gern heiraten würde? Wie alt ist sie denn eigentlich? 27. Ach ja, kriegt mein Halbbruder. So, warte mal, bei mir ist irgendwas passiert. My beloved wife Muhaya is constantly bored and keeps talking about the new fashion she has heard about. Now she wants me to introduce it at court. Echt jetzt? My money is your money, darling. Charitable. Was? National Tax Modifier minus 5%? Bist du irre, Frau? Vanity is a sin. Let's go to the church instead. Hmm. Seedless. Was kann Seedless? Ich glaube, Seedless heißt das Wort. Aber ich bin mir nicht sicher. Es heißt doch Seedlet, also so gesehen, naja, ich weiß nicht, ich werde es sagen. Ja, ja, nein, da könntest du recht haben. Church Opinion plus 5, Other Faith Opinion minus 25, Opposite Trade Opinion minus 5, naja, this is my money you're talking about. Greedy. Nein, nein, ich, verstehst du, ich habe Diplomacy 7 gehabt. Und ich habe mal die, wie heißt das, die Ambition genommen, dass ich Diplomacy auf 8 bringe. Ja. Und ich habe bis jetzt noch kein einziges Event gekriegt, ja, das Diplomacy ist fast so schlimm wie meine Töchter. Ich kenne das, ja. Ja, ja. Ach, shit, das ist ja alles schrecklich. Aber das kann ich echt nicht nehmen. National Tax Modifier minus 5%. Sind die irre? Aber Diplomacy, ah, Diplomacy plus 2. Ah, pfeif aufs Geld. Ah, okay, ich nehm's. Yes, damit habe ich meine Ambition erfüllt. Und zwar sobald ich an Pause. Ja, aber warte noch. Ich warte eh, weil ich erzähle dir, was bei mir inzwischen abgeht. Was? Dann erzähle ich dir, was bei mir inzwischen abgeht. Erzähl, was bei dir abgeht. Ja, seh nicht so viel. Das Wesentlichste ist, das ist irgendwie amüsant, ohne dass ich es richtig mitbekommen habe, hat mein Faction Leader die Prosperity Faction verlassen und eine neue Court Faction gegründet. Jetzt gibt's drei kurdische Scheichs in diesem Emirat und jeder hat seine eigene Faction. Ich bin Anführer der Prosperity Faction jetzt. Mhm. Keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, aber ich bin. Du bist der Einzige, der drinnen ist, nehme ich mal an. Jo, trotzdem. Und die anderen haben jetzt alle ihre eigenen Factions. Das ist ein bisschen. Die Frage ist jetzt, soll ich alleine in dieser Faction bleiben, in der Prosperity Faction, oder soll ich es beenden? Ich glaube, ich bleibe mal und glaube, was passiert. Ja. Mhm. Ich werde mir noch eine neue Ambition nehmen.
Minuten und ich würde dann sagen, machen wir dann Schluss lass für uns. heute. Ja, ich drücke mal kurz auf Pause, bis du neu mit Zoom wählen kannst. Ja, ich kann mal mit Zoom wählen. Dankeschön. Was bringt das eigentlich? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dafür gekriegt habe, dass ich diese Ambition gewählt habe. Ich glaube, du kriegst irgendwie Prestige oder so irgendwas. Na, du verbesserst es noch um plus 1, glaube ich. Nein, ich bin auf 9. Das passt. Ah, okay. Ich habe 2 Diplomacy vorhin gekriegt. Ja. So, ich könnte natürlich Stewardship auch versuchen auf 8 zu bringen, aber das ist nur auf 2. Grundsätzlich wäre das gar nicht, 100 Prestige kriegt man dafür. Wenn man es erfüllt. Schön. Ja. Oder Learning, da bin ich auf 3. Nein, Learning ist nicht gut. Intrigue, da bin ich auf 7. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Convert the Province. Das wirst du nicht hinkriegen. Wie muss man das machen? Du musst die Religion in der Provinz ändern. Musst irgendwo hinschicken. Genau, und konvertieren lassen. Da muss aber wirklich gut sein, abgesehen davon sind alle deine Regionen nämlich anzimitisch. Aber wie kann ich sonst das Ding kriegen? Sunni Religion, Success Condition. Sunni Religion is spread via proselytes by my court imam to any province within my realm. Interessant. Nein, ich glaube, ich habe auch Schiiten bei mir drinnen. Das gleiche gilt für die Parsen, dass ich die reinbringe. Find a Hobby. Was ist Find a Hobby? Tatsächlich ist Kadishia schiitisch. Und? Oh, Al-Batiha auch. Ja, sowas. Aber ich glaube, dein Imam ist nicht gut genug. Nein, ich glaube auch nicht. Weil da braucht man schon guten Wert, dass man Chancen hat. Ich habe 17 beim Imam. Du kannst dir mal anschauen, was die Wahrscheinlichkeit ist pro Jahr, dass er konvertiert. Du musst auf dein Council klicken. Was ist das? Perform Charity? Nein. Proselytize? Ja, aber klick's jetzt noch nicht an. Schau dir mal die Chance an. Nur an. Aber ich überlege nur gerade. Country Religion Converted 5,7%. Naja. Ja. Alle 25 Jahre? Nein, alle 20 Jahre. Ja. Durchschnittlich. Ja. Subject Religion Converted. Subject Religion ist wahrscheinlich nur eins. Irgendjemand, der dort lebt. Zufällig wird von Schied zu sein. Das ist ein normales relativ wurscht, außer es erwischt jemand wirklich wichtigen. Naja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tja, ich glaube, du kannst dir das bis nächste Woche überlegen. Überlegst du bis nächste Woche? Ja, ich überleg's mal bis nächste Woche. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle werden wir den Stream beenden. Ja, und die Aufnahme. Ja. Und tschüss. Und wir sehen uns.